für alle Sparfüchse. Und zwar könnt ihr diese einfachen Kranzrohlinge für unter 1 Euro erwerben. Wenn ihr aber euren Kranz üppiger haben wollt, dann verdreht doch einfach Zeitungspapier oder Packpapier drumherum. Den heutigen Kranz binden wir aus dem Lavendel, dem Euphorbia spinosa und dem Zittergras. Wir machen zuerst kleine Bündel. Diese binden wir einmal um den Kranzrohling drumherum und fertig ist der Kranz. Easy, oder? Früher habe ich die einzelnen Komponenten immer um den Rohling gelegt und dann nach und nach zusammengebunden. Mittlerweile weiß ich, dass es leichter geht, wenn man kleine Bündel macht. Wer getrocknete Lavendel in gleicher Länge haben möchte, kloppt vorsichtig die Köpfe auf dem Tisch und dann sind sie circa alle gleich lang. Das Schwierigste beim Kranzbinden ist es, das letzte Material unter das erste Bündel zu kriegen. Dafür müsst ihr einfach ganz vorsichtig das erste Bündel anheben und die letzten Blumen darunter schieben und festbinden. Zum Schluss verdrehen wir den Blumendraht ordentlich, damit alles da bleibt, wo es sein soll. Und fertig ist der wunderschöne Herbstkranz.